Schmalfilmaufnahmen aus dem Jahr 1984. Digitale Bearbeitung im Jahre 2003. Es gab damals noch das alte Jugoslawien. Mein Junior und ich, wir waren auf dem Weg zu einer Segelwoche in Murta. Auf dem Weg dorthin haben wir eine Zwischenstation bei den Plitvicer Seen gemacht. Die Plitvicer Seen sind ja ein weltweit anerkanntes Naturschutzgebiet und Naturdenkmal. In dieser Gegend wurden auch sehr viele Winnetou-Filme gedreht. Man kann in diesem riesigen Areal natürlich zu Fuß gehen. Dann gibt es wie hier Schiffe, die über die größeren Seen fahren. Ja, und da haben wir den Erich auf der Suche nach Old Shatterhand. Ja, und wie schon angesprochen, man ist da sehr viel zu Fuß unterwegs, wie man das sieht, über Brücken und Stege und Wegerl, und man geht da wirklich, also man kann bis hinauf, wo dieser Wasserfall runterkommt, da raufgehen. Natürlich, ja. Da sind dann die Socken durch und die Viers rauchen. Und dann gibt es auch dieses kleine Gefährt da. Also man kann da sämtliche Möglichkeiten in Anspruch nehmen, sich durch diesen Naturschutzpark zu bewegen. Die nächste Zwischenstation war dann in Senje. Senje waren schon bekannt aus einem Urlaub im Jahre 1970 circa, wo wir durch Zufall hierher kamen und bei dieser Familie Quartier bezogen haben. Es gab damals diese zwei Stockwerke, die man hier gesehen hat, noch nicht. Also innerhalb von, naja, es waren sicher 15 Jahre, 14, 15 Jahre hat sich diese Familie dieses Anwesen halt so vergrößert und lebt vorwiegend vom Fremdenverkehr. Von Senje ging es dann weiter entlang der Küstenstraße bis hinunter zu der Halbinsel Murta, wo wir eine Woche segeln wollten. Und zwar war da mit Ronald, der Willi, der Erich und na, ich natürlich. Es war eine Woche Segeln ohne Wind. Tja, und da sind wir schon auf hoher See, auf der Höhe von Schibenik. Wie schon erwähnt, es war eine Woche ohne Wind.
nachdem ja ein Segelboot auch einen Motor hat, sind wir praktisch fast die ganze Woche mit Motor unterwegs gewesen. Erich war das erste Mal mit. Und hat sich natürlich gleich am Ruder auch wichtig gemacht. Und da haben wir dann noch die Flagge von Jugoslawien, dann die des Clubs und die von Österreich und der William Schnorren. Das Schiff, mit dem wir da unterwegs waren, war eine Bavaria 820. Eigentümer war ein Bekannter und Freund. Ursprünglich gedacht für den Neusiedlersee. Er hat es dann aber da runtergestellt in die Adria. Vom Platzangebot natürlich nicht sehr überwältigend. Die Urlaubswoche, der Segelwoche, geht schon langsam dem Ende zu. Wir haben alle einen Sonnenbrand gehabt und wie es halt so ist, dann am letzten Tag, wie man sieht, ist dann eben der Wind aufgekommen. Wir sind aber da schon an der Einfahrt zur Marina Murta, die man dann da vor uns sieht. Und somit geht eine Woche Motorboot fahren zu Ende.